Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen direkt weiter. Ihr seht schon, wir werden hier einfach attackiert. Was erlauben die sich eigentlich? Hilft sie mit eigentlich? Nee, die steht da einfach nur rum. Okay, ich kümmere mich kurz. Ich kümmere mich kurz drum. Du bleibst hier. Sehr gut. Aha. Perfekt, die Herausforderung abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, Freunde, ja, cool, dass ihr dabei seid. Wie immer natürlich Dankeschön für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn es euch weiterhin gefällt, gerne weiterhin auch. Was sagt Officer Singer zu dem Brief? Eine Bewertung da lassen. Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Ja, leider kann Wolkenschwinger nicht reden. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Archie Bickle? Sowas hätte er nicht mit seinem... Schwarze Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrte. Oder aufbewahrt. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Okay. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Revelio. Da! Archies Fußabdrücke. Aha, okay. Auf einmal sehen wir Fußabdrücke. Okay. Oh, was ist das denn für ein... Was ist denn für ein... Was wollte der? Ich dachte schon. Er wollte wahrscheinlich hier in den Schnappsack. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Die kennt sich anscheinend mit allem aus. Okay, gut zu wissen. Rebellion. Richtige Witcher-Modus hier, So, das nehmen wir natürlich auch nochmal mit hier. Den letzten auch noch. Danke. Ey, so geil. Nee, Jungs. Nee, Jungs. Ah, wie geil. Archie ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Revelio. Sehen wir uns mal um. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ist schon immer irgendwie ein bisschen komisch, dass sie immer genau wissen, was abgeht, oder? Kids. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Revelio. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Wir brauchen wieder Revelio. Oh. Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Ein Testral. Warte. Testrale. Ach hier. Wunderschön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Komm schon! Jawohl! Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht.
mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Na klar, du. Revelio. Wahrscheinlich läuft es alles auf dieses Lager hinaus, oder? Naja, hier sind auf jeden Fall schon wieder Feinde. Rette dich, geh weg, hier wird eine riesige Schlacht jetzt gleich stattfinden, ne? Jetzt nehmen wir schon Kinder auf, was? Aber durchfüttern werden wir ihn nicht. Wie befürchtet, sie haben Archie. Sei total. Wir müssen keine Fehler machen. Hat er mich gesehen? Der lästige kleine Kerl geht nirgendwo. Ach. Der lästige kleine Kerl geht nirgendwo hin. Nice. Das ist übermächtig eigentlich, wa? Das Schleichen ist übermächtig. Wie ihr seht, ich habe mir ja auch Sprint gekauft. Als Talent. Guck mal, wie krass das ist. Wenn du die jetzt, wie gesagt, jetzt noch holst, dass du schwerer entdeckt wirst. Unfassbar, wie stark das ist, wa? Heftig. Wirklich heftig. Wirklich heftig. Revelio. Ah, wieder so. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Ein eingefrorenen Gegner. Was macht die da? Oh Gott. Warte. Hier ist auch noch ein bisschen Loot. Weil Kohle können wir echt gut gebrauchen. Kohle ist echt. Weißt du was? Wir gehen hier beide undercover vor. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Natürlich. Harlow entscheidet, was mit ihm geschieht, wenn er zurück ist. Ja, das ist übermächtig. Das ist echt übermächtig. Revelio. Komm. Die nehmen wir alle schön auseinander. Alle nehmen wir auseinander. Ganz ruhig. Sehen die das? Wahrscheinlich schon, ne? Ne, sehen die nicht. Catherine Hagedy. Die hat ja einen richtigen Namen, ey. Das muss ein richtiger krasser Boss sein. Hörst du das? Trotzdem mit einem Schlag. Revelio. Wir hatten es verdient. Und dann das Maul aufreißen. Das habe ich ja gerne. Ne? Nichts leisten, nichts. Aber dann die große Schnauze. Warte, Archie. Ich muss erstmal looten. Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Revelio, wir müssen das irgendwie öffnen. Ja, sie macht es gleich. Sie macht es. Ah, nee, macht sie doch nicht. Ah, schade. Hallo, die macht ja tatsächlich gar nichts. Oh, das ist heftig. Interessant zu sehen, dass sie gar nichts macht. Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn.
Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Oh, das ist chillig, dass wir direkt hierher gebracht werden. Das ist sehr cool. Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Alles klar. Ja, das war's dann auch mit der Quest. Ich hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Ah, hier ist die Kiste. Säbelaschbraun. Ja, aber ey, die Leute melden sich aber auch gar nicht, wa? Die melden sich einfach nicht. Warum melden die sich nicht? Ich will jetzt hier mal langsam die geilen Storylines weitermachen. Was haben wir denn noch? Stoppe Rangwort. Schließe Professor Weasleys Aufgabe. Achso, okay. Okay, die müssen wir. Oh, was? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Boah, das ist ja auf jeden Fall alles im Dingens, ne? Im Schloss. Unterirdischen Hafen, oder? Und die Handbuchseite, Buch Verwandlungen, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Ach, das wird sogar angezeigt, oder was? Ah, sehr cool. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Das steht ja auf der Liste. Vielleicht meldet sich ja jetzt auch langsam mal jemand von den anderen. Wer weiß. Wäre langsam auf jeden Fall mal an der Zeit, oder? Ah, hier. Revelio. Das ist also der unterirdische Hafen. Ey, Alter, das sieht ja richtig cool aus. Das sieht ja richtig cool aus, oder? Hier kommen die mit den Booten an, oder was? Ah, warte mal. Hab ich gesehen. Komm her, Kiste. Komm, du willst doch auch. Jawohl. Revelio. Der unterirdische Hafen. Tief unter der Viadukt, unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Ja. Sehr geil. Ja,
Richtig geil. Okay. Okay, der Weg war komisch. Ich muss wahrscheinlich erstmal nach oben. Also wieder nach oben. Immerhin wird es angezeigt. Das ist ja eigentlich ganz chillig denn. Das ist ja eigentlich ganz chillig. Vielleicht, ja, wenn wir das haben, dann vielleicht geht es mal weiter mit den anderen Sachen. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen ungewöhnlich, dass sie sich so lange nicht melden, oder? Na, egal. Wird schon. Es wird schon. Revelio. Revelio. Hier durch? Yes. Oh. Diesmal ganz offiziell hier drinne. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der alten. Sorry, einer der ersten. Offenbar duldet der lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Ah, sympathisch. Revelio. Dieses Buch, um das mich Professor. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Boah, ey, was? Keine Ahnung, der goldene Schnatzer. Der goldene Schnatzer. Richtig. Okay. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? War das nicht das? Ich weiß nicht. Felix Felicis. Gut gemacht. Ja, ja, okay. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Was willst du von mir? Hey, was geht? Einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Hä? Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. Oh, ja, das so, war aber eine Fangfrage. Ich denke, denn. Das reicht langsam. Ich lege das Buch oder? Jetzt wieder auf mit Hermine? Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Och, Fragen ist stellen. Eher als eine, wegen einer Frage. Es wird auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ey, Freunde, dann war das aber eine Fangfrage, oder? Sie war doch eine Katze, mäßig. Da hat er ja gesagt, sie hat die Katzenhaare abbekommen, Hermine. Das ist ja, also für mich ist, ja dann war das eine Fangfrage. Okay, alles klar. Dann hat sie anscheinend nur das Aussehen der Katze angekommen. Ich möchte mehr Fragen beantworten. Ich muss. Welche Behörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums? Boah. Der Rat der Zauberer. Das ist richtig.
Der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf, nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde, das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte. Welche Drachenart ist die kleinste? Boah, keine Ahnung. Eins oder zwei würde ich schätzen jetzt. Ja. Der peruanische Viperzahn. Großartig. Ja. Der Viperzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten, Loser. Aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißzähne gefürchtet. Cool. Wer hat das Dorf Hogsmeade gegründet? Alter, Junge, was sind das für Fragen, ey? Hengis von Woodcroft. Das stimmt. Es wird angenommen, dass Hengis das Wirtshaus Drei Besen als Wohnsitz nutzte. Der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen? Hintertück. Boah. Ein Demigeist. Ja, der Hintertück kann sich unsichtbar machen. Aber die, die ihn gesehen haben, beschreiben ihn als einen großen, dünnen Affen mit silbernem Haar. Oder Kartoffel. Mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Letifold abwehren? Der Patronus-Zauber. Gut gemacht. Der einzige bekannte Überlebende eines Letifold-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belby, der damals in Papua-Neuguinea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Hey, sag mal, Alter, was ist denn das? Kann man, achso, apropos, kann man seinen Patronus eigentlich hier noch machen? Geht das in dem Game? Ich weiß gar nicht. Evangeline Orpington. Das ist falsch. Die Antwort, die ich gesucht habe, war Gamp. Eine der wichtigsten Ausnahmen ist, dass Essen zwar herbeigerufen, aber nicht beschworen werden kann. Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Kitzel niemals einen schlafenden Drachen. War das das? Oh Junge, oh Gott, das ist peinlich jetzt. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Korrekt. Ja, ja. Okay. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titillandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Ey, sag mal, wie viele Quizfragen sind das denn noch? Ey, keine Ahnung, Mann. Basilisk. Der Basilisk. Das ist falsch. Die richtige Antwort war die Runespore. Parselmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespore eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? In den Pyrenäen. Nein, Ilvermorny befindet sich nämlich auf Mount Greylock. Die amerikanische Schule wurde im 17. Jahrhundert von Isolde Sayre und James Stewart gegründet. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Wie hieß der nochmal? Amortensia? War das das? Amortensia. Das ist die Antwort. Ja. Amortensia riecht für jeden. Ey, sag mal, wie viele Fragen will die noch was stellen? Attraktiv Hallo? Findet. Gib mir das scheiß Buch. Zum Beispiel staubige Bucheinbände oder. Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Wie? Da kommen noch schwerer? Immer her damit. Wunderbar. Alter. Ich bewundere guck mal, das, weißt du, was ein richtig geiles Rollenspiel wäre? Wenn du der jetzt einfach in die Fresse boxen könntest. Gegen wen? Was? Beatrix Bloxham. Falsch. Die Antwort keine Ahnung, Mann, woher soll man das wissen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Emmerich erlangte Bekanntheit, weil er im Mittelalter Dörfer in Südengland terrorisierte, als er der Meister des Elderstabs war. Guter Mann. Welches Foul begeht ein Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren des Tores in der Hand hält? Keilen. Die Antwort lautet Nachtarocken. Keilen ist das absichtliche Zusammenstoßen mit einem Spieler. Stutschen ist, wenn zwei Jäger den Hüter der anderen Mannschaft von den Toren wegstoßen, damit ein dritter Jäger ein Tor machen kann. Der Biss eines makeligen Malerklor verursacht welche ungewöhnliche Nebenwirkung? Das mit den Quidditch-Sachen könnte man ja vielleicht wissen, wenn man es hier spielen dürfte. Ne? Aber, ja gut. Behaarte Ohren.
Nein, die Antwort ist unglaublich. Du bist es an der europäischen Küste beheimateten Malachlor kann bis zu 7 Tage nachwirken. Welche Pflanze gibt Stinksaft ab? Flussgras. Tut mir leid, richtig. Ich habe hier alles falsch. Ich wollte erstes nehmen. Ohne Scheiß. Aber das wäre dann auch eine Frage von 15. Stinksaft als Abwehrmechanismus ab, wenn sie berührt wird. Der Aufpäppeltrank wurde von welchem Zauberer aus dem 12. Jahrhundert erfunden? Weiß ich nicht. Wurde das? Ich glaube, das wurde sogar gesagt. Aber ich weiß es nicht. Basil Fleck. Das ist falsch. Ich habe alles falsch von einfach. Jahrhunderte später baute Glover Hepworth auf Linfreds Arbeit auf und schuf den Aufpäppeltrank, den wir heute kennen. Was hinterlässt der alte Zauberer in Der Zauberer und der hüpfende Topf seinem Sohn im hüpfenden Topf? Ein Kleintopf. Ein Kleintopf. Das ist doch der Joke daran. Falsch. Die Antwort ist ein Pantoffel. Die Geschichte wurde von Beedle dem Baden erfunden, aber es gibt mehrere Versionen. Ich verrate nicht, wofür der Pantoffel war, falls du sie noch nicht kennst. In welcher Region der Welt ist der Snelligaster heimisch? Im schottischen Hochland. Nein, die Antwort ist Nordamerika. Das Mischwesen aus Vogel und Reptil ist ein entfernter Verwandter des Okami und hat spitze Reißzähne und kugelsichere Haut. Wer ist der Muggelritter in der... Ja, aber solche Fragen, die ihr jetzt gerade gestellt hat, sowas zum Beispiel mit den Tieren, das kannst du doch nur wissen, wenn du dieses komische, fantastische Tierwesen-Buch gelesen hast, oder? Das habe ich nicht gemacht. Keine Ahnung, Mann. Wer ist der Muggelritter in der Brunnen des wahren Glücks? Lancelot, Junge. Sir Lancelot. Nein, die Antwort ist... Lügt doch nicht, die lügt, ey. Die drei Hexen... Es wäre schon längst der Moment gekommen. Asha, Althida und Amata. Oh, ich liebe ein überraschendes Ende. Der größte Kelpie der Welt ist auch unter welchem Namen bekannt? Murphy. Ungeheuer von Loch Ness. Korrekt. Das Amt für Desinformation hat alles getan, um die Muggelbeweise für die Existenz des Kelpie zu entkräften. Wer war der erste Zaubereiminister? Johnny Jimmy. Cadmus Peverell. Nein. Der erste Minister war Gem. Gems größtes Vermächtnis war die Gründung der Abteilung für magische Strafverfolgung. Sie verbot die unverzeihlichen Flüche. Du hast alle meine Fragen beantwortet. Wie schön, dass es noch andere Schüler gibt, denen Wissen am Herzen liegt. Du wusstest zwar nicht sehr viel, aber ich bin sicher, du hast trotzdem etwas gelernt. Danke, dass du mich mit deiner Teilnahme amüsiert hast. Hat Spaß gemacht. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Ja, ich sammle so, oder? Das war nicht sonderlich stark. Also bei den schweren Fragen habe ich ja richtig reingeschissen. Alter Schwede. Revelio. Hey, wo ist das Ding hin? Ah, da. Ey. Alter, bei den schweren Fragen habe ich ja richtig reingeschissen. Eine, glaube ich. Eine, so richtig, ja. War das schlecht. Aber teilweise, die meisten Sachen, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört, noch nie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo. Also, keine Ahnung. Habe ich mir ja nicht gemerkt. Wenn das irgendwo mal in den normalen Büchern stand, dann habe ich mir das einfach nicht gemerkt. Mensch, hallo, Ladezeit, Junge. Ich bin sowieso geladen jetzt hier nach dem Mistquiz. Richtig reingeschissen, ey. Mann, ärgerlich. Ich hab gehört, Professor Weasley hat das Buch ich mit dem verwandelt. Außer vieles gehört. Dass ich alles falsch hatte gerade. Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht
sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Na klar doch. Sehr gut. Wundervoll gemacht. Also von mir besonders überragend, würde ich sagen. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob es all die Zusatzaufgaben gebraucht hätte. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch bei einer ehemaligen Aurorin in Upper Hogsfield mit Professor Fig zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Professor Fig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Vielleicht mache ich hier mal ein bisschen aufräumen, oder? Guck mal den Mülleimer an, das ist ja widerlich. Wirklich, wirklich. Na gut, okay, hätten wir das jetzt auch. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann die anderen sich endlich mal melden. Na komm. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das jetzt hier erstmal an der Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, natürlich. Über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Wir hören uns beim nächsten Mal, da machen wir dann weiter hier. Mein Plan und ja, haut rein. Tschüss. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht.